Hallo und herzlich willkommen zu dem Trailer, auf den ihr alle so lange gewartet habt. Der Trailer zu meinem neuen Gruppenprojekt The First Road to Kingdom. Ein Projekt, das so viel verbinden wird, was wir aus Minecraft kennen. Ein Projekt, in dem wir im Creative Mode bauen können. Ein Projekt, in dem es Roleplay geben wird. Und ein Projekt, in dem es ein PvP-Event gibt, das euch die Ohren schlackern. Das Prinzip dieses Projektes ist ein anderes, als man es sonst von Gruppenprojekten kennt. Und zwar spielen wir in drei Phasen, die der Reihe nach nacheinander gespielt werden. Und ihr könnt euch für jede Phase einzeln bewerben. Phase 1, 2 und 3. Und bewerben könnt ihr euch dafür in der Videobeschreibung. Phase 1 wird für diejenigen von euch sein, die gerne etwas bauen können. Und zwar werdet ihr 2 Wochen lang mit 20 anderen Mitspielern zusammen im Creative Mode aus dieser Insel etwas verwandeln, eine Stadt herauszaubern, eine Stadt, die ihr so noch nicht in Minecraft gesehen habt. Ihr werdet zuallererst aus dieser Insel ein Königreich formen. Somit geben die Spieler aus der ersten Phase dieser Insel ihr Gesicht, ihr Aussehen. Die Insel, die jetzt noch als Rohform daliegt, die werdet ihr gestalten, sodass die Spieler der Phase 2 und 3 dann dort weiter anknüpfen können. Alle Spieler, die sich für Phase 2 bewerben, das sind die Roleplayer unter euch. Die Leute, die gerne Geschichten erzählen. Ich werde ein kleines Skript schreiben, das ihr dann innerhalb von 2 Wochen umsetzt. Das heißt, 2 Wochen jeden Tag 1 Stunde aufnehmen und wir werden da ein wunderschönes YouTube-Projekt zum Zuschauen draus machen. Ein Roleplay, das ihr allerdings mit 60% füllt, denn ich gebe nur 40% der Geschichte vor. Ich bin sehr gespannt, was ihr schafft, daraus zu machen und freue mich mega auf eure Geschichte. Nachdem die Spieler der Phase 1 ihr Werk getan haben und die Spieler der Phase 2 auf diesem Werk Roleplay gezeigt haben, kommt es zur dritten und zur letzten Phase. Einer Eventphase, die ca. nur 1 Stunde gehen wird und als Livestream gezeigt wird. Und nun startet Phase 3, die Abschlussphase, in der ihr euch bewerben könnt, wenn ihr PvPer seid und gerne der Welt zeigen wollt, wer von euch der beste PvPer ist. An sich werdet ihr in 2 Gruppen spielen, und zwar werdet ihr aus der Phase 3, die PvPer, einen Kampf führen gegen die Roleplayer aus Phase 2. Aber der Kampf wird nicht wirklich gegen die Roleplayer sein. Denn den wahren Kampf führt ihr untereinander, denn sobald ein PvPer einmal gestorben ist, wird er nicht mehr respawnen, anders als die Roleplayer, die ständig respawnen werden. Wenn ihr als PvPer einmal gestorben seid, seid ihr raus aus dem Projekt. Und am Ende werden wir sehen, wer von den PvPern die meisten Kills gemacht hat. Es kann sogar sein, dass jemand, der ganz am Anfang stirbt, mehr Kills haben wird, als der als Letzter noch überlebt hat. Gewinnen wird der am Ende die meisten Kills gemacht hat. Ihr tretet gegeneinander an und während ihr das macht, werden euch die Spieler, die Roleplayer aus Phase 2, das Leben schwer machen. Und wer es euch richtig schwer machen wird, werde ich sein, denn ich werde als Spielemeister die ganze Zeit, und zwar mit den Spielern aus Phase 1, die immer noch im Creative Mode sind, dafür sorgen, dass dieses Event ein unvergessliches Event wird. Wir werden euch Aufgaben stellen, von denen ihr jetzt noch gar nicht glauben könnt, dass sie kommen werden. Ich habe euer Interesse geweckt, dann bewerbt euch jetzt. Bewerbungsformular gibt es in der Videobeschreibung. Die Anmeldephase dauert nicht sehr lange. Wir werden das Projekt Anfang November starten. Freut euch mit mir, ich freue mich schon drauf auf First Road to Kingdom.